Hi Leute, ich wollte euch nur... Was war das? Ist es ein Elefant? Ist es ein Schiff? Nein, es ist ein langgezogener Kegelstumpf aus Plastik, in den man so lange reinsabbert, bis er irgendwelche Töne von sich gibt. Halt die Fresse da drüben! Liebt eure Nachbarn, dann werden sie auch euch lieben. Vuvuzela! Vuvu! Vuvuvu! Die Vuvuzela! Neben ihrer Jubelfunktion für grenzdebile Fußballfans, die nie ganz genau wissen, was auf dem Platz eigentlich los ist und jetzt in jeder Situation immer gleich klingen... Traurig. Glücklich. Wütend. Ist sie auch ein weiterer Beweis dafür, dass wir Deutschen einfach jeden Scheiß kaufen, wenn er nur richtig vermarktet wird. Oh mein Gott, das will ich! Apropos richtiges Vermarkten. Wenn wir uns mit dem Vuvuzela-Trend ein wenig genauer beschäftigen, betrachten wir ihre Funktionalität. Ihr formschönes Antlitz. Dann erst erkennen wir ihr wahres Potenzial! Stellen wir uns doch einfach einmal vor, die Vuvuzela erhält Einzug in andere Sektoren unseres modernen Lebens. Nehmen wir beispielsweise den Sport. Die Vuvuzela könnte ihn revolutionieren. Denken wir einfach nur an Baseball. An Golf. Ans Fechten. Oder an den Stabhochsprung. Toll. Oder stellt euch endlich eine ganz neue Form der klassischen Musik vor. Hinreißend. Sie ist der Durchbruch in der militärischen Aufklärung. Sie bietet ungeahnte Möglichkeiten für die Geheimagenten ihrer Majestät, Zielpersonen in Stadien auszuschalten. Ultimativ cool! Und wer weiß, vielleicht revolutioniert sie ja sogar die Modewelt. Es ist so hübsch! Oh wow! Was denkt ihr? Wo könnte die Vuvuzela noch mitmischen? Lasst einen Kommentar da und erzählt es mir einfach. Ich danke viel. Wir sehen uns bald wieder. Also du und ich und du und ich und du und ich. Ich freue mich drauf. Bis bald. Ciao.